Was geht, Freunde? Ja, die Review wieder am Montag und ich werde wahrscheinlich nur noch die ganzen Dragon Ball Super Reviews am Montag hochladen, weil ich die Dienstag-Videos einfach nicht mehr so hinbekomme und ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit für die Samstag-Videos nehme. Und damit die Upload-Spanne nicht so extrem ist, werde ich einfach die Dragon Ball Super Videos am Montag hochladen. Aber naja, kommen wir zu Folge 94 von Dragon Ball Super. Zu Anfang bekommen Vegeta und Krillin und die ganzen anderen Spitz, dass die Bedingung von Freezer seine vollkommene Wiederbelebung ist, falls das Universum gewinnt. Das ist zwar nicht ganz so gut, jedoch ist die Wiederbelebung von Freezer eher das kleinere Übel, wenn man dies mit der Zerstörung des Universums vergleicht. Nun kommen wir zum Rattenkönig und zu dem WoW-Goblin-Charakter. Der Ratterich verarscht den Goblin und sagt, dass Universum 7 zuallererst sein Universum auslöschen möchte. Wobei das natürlich gar nicht stimmt. Also schmieden sie nun einen Plan und möchten Freezer schon vorher aus dem Verkehr ziehen. Und zurück zur Party! Zur Party? Was denn für eine Party? Na, die Planung für Bras Geburtstagsparty. Um Trunks auszutricksen, lügt Bulma ihn an und sagt, dass die Bilder auf dieser Tafel die Gäste für diese Feier sind. Trunks kennt aber natürlich die Geschichte mit Freezer und dass dieser eigentlich recht fies und gemein ist. So eine Person halt die Kleinkinder das Eis wegnimmt oder deren Ballon platzen lässt. Oder halt Planeten zerstört. Ja, jeder kennt das halt, jeder hat wahrscheinlich so einen Freund. Nun, damit Trunks nicht noch weiter rumfragt und damit es auch gesichert ist, sagt Vegeta, dass Freezer nun ein netter Bub ist und gar nicht mehr böse. Natürlich hasst er sich jetzt deswegen und ist vollkommen deprimiert. Ich liebe diese Szene, wo Vegeta einfach schmollend auf den Tisch sitzt, mit dem Rücken zur Kamera und geile Szene auf jeden Fall. Goku noch zu Trunks. Willst du Monster sehen und böse Leute verkloppen? Schnapp dir Goten und gönn dir deinen Spaß auf C17s Insel. Währenddessen hat Muten Roshi sein Training bei Karin absolviert und Yajirobe gegrillt. Sind wir aber mal ehrlich, dauert die Vorbereitung für diese Technik auch beim Turnier so lange, dann kann er eigentlich sofort aufgeben und in den Tod springen. Wow, in den Tod springen. Das passt sogar eigentlich ziemlich gut. Naja, er hat sein Training absolviert und diese Szene war ebenfalls ziemlich gut. Muten Roshi wollte sich einfach mal an die alten Zeiten erinnern. Und deswegen hat er bei Karin trainiert und so. Als er dann aber seinen epischen Abgang machen wollte, ging dies natürlich nicht, weil er eben nicht fliegen kann. Ebenfalls mega geile Szene. Wie läuft es aber eigentlich bei Krillin, welcher zusammen mit C18 C17 abholen soll? Es kommt ein schönes Gespräch, Krillin ist ziemlich nervös und so weiter und so weiter. Doch denkt immer daran, meine Freunde. Wer ist der Beste? Mir! Das hier wird eigentlich zu einer ziemlich krassen Nostalgiefolge. Nun treffen nämlich auch Piccolo und C17 aufeinander. C17 krempelt ganz bosshaft seine Ärmel hoch. Piccolo nimmt den Turban ab und fragt C17, ob dieser noch stärker geworden ist. Doch C17 kontert und fragt, ob er stärker geworden ist, also Piccolo. Oh meine Freunde, die Gummimauer! Das ist eine echt gefährliche Technik. Piccolo reicht C17 die Hand. GG, good game, mate. Wieso hat aber Piccolo den Turban abgenommen? So eine Floskel wie bei den Hüten oder wie so, hallo, was? Aber diese Folge ist eben nicht nur die Nostalgie-Folge wegen Karin und wegen Piccolo und so weiter, sondern kommt Muten Roshi auch noch mit seiner drehenden Schildkröte an diesen Treffpunkt an. Goku holt Freezer ab und das erste, was sie machen, ist sich zu boxen. Na, das nenne ich mal beste Freunde. Oder Feinde? Oder beste Feinde? Auf jeden Fall hatte Uranai Baba gar keinen Bock mehr auf die und meinte nur die ganze Zeit, verpisst euch, verpisst euch, weg von hier. Doch dann hat der Goblin-Gott der Zerstörung ein paar Leute zusammengetrommelt, um diese beiden halt auszuschalten. Oder halt nur Freezer oder egal, Hauptsache es gibt Action. Aber auch ziemlich komisch, dass dieser Goblin eigentlich keinen für sein Team zusammenbekommen hat, aber eine Armee auf sie losschicken kann. Freezer knallt den ersten als erstes mal runter, weil dieser Typ, ja, auch mich genervt hat. Also, danke Freezer. Nun, Freezer mag es natürlich, dass er so begrüßt wird. Ein kleines Aufwärmtraining für zwischendurch. Er verwandelt sich in die goldene Form und da muss man schon sagen, Hut ab. Extrem gut gemacht. Fand ich vom Aufbau her sogar noch besser als die erste Verwandlung im Film. Jedoch, sie haben eigentlich keine Zeit. Wirklich null Zeit, weil sie eigentlich kurz davor sind, zu spät zu diesem Turnier zu kommen und Freezer lässt sich einfach unnormal viel Zeit mit der Verwandlung. Auch wenn es natürlich mit der Musik und so weiter ziemlich episch war. Nun, Gokus Gesichtsausdruck sagt eigentlich schon ziemlich alles aus. Boah, Junge, willst du mich jetzt verarschen? Wir haben wirklich keine Zeit. Das hat Freezer natürlich auch sofort verstanden und darum lenkt er ein. Weil er sich mit der Verwandlung so viel Zeit gelassen hat, überspringt er jetzt einfach die Begrüßung mit diesen Feinden halt. Hätte er sich beeilt, dürften wir wahrscheinlich die ganzen Namen von diesen No-Names zu hören bekommen. Ich wette, einer davon heißt Thaddeus Tentakel. Einfach so, random jetzt. Einfach, ja, halt irgendeiner. Ich meine, das sind schon ziemlich viele. Naja, Folge vorbei und in der nächsten Folge kämpfen dann halt Freezer und Goku halt gegen diese Typen. Aber ja, ich fand diese Folge wirklich gut. Wir sind zwar nicht ganz so weit gekommen, aber die
übernächste Folge sollte dann der Startgong zu dem Turnier sein. Naja, ich mochte trotz, dass wir halt nicht so extrem weit gekommen sind. Okay, es haben sich alle versammelt, Freezer kam wieder und so. Also es war eigentlich ganz in Ordnung. Die Folge hatte ziemlich viel Humor. Sie haben versucht, episch zu sein. Alles okay. So viel gab es bei der Story dann halt nicht dazu. Aber das war ja eigentlich nur ein Aufbau für den Anfang des Turniers. Und von daher geht das vollkommen in Ordnung. Und wie ihr diese Folge fandet, könnt ihr mal wieder unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich auch wie immer abstimmen. Das war's dann aber auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns aber wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.